Geschichten nüt an die Geschichte Nummer 33. Dittmal nach Meier von unserem Reitmärken im Jahr 1949 zu meinem vollkommenen Landkortmärken von den mennonitischen Siedlungen in Darpa und der Coctemoc am Jähnt in Chihuahua. Aus uns damals der Landmeter Hendrik Mortis und ich 1949 bei unserem Trachtmeten, Trachtschüben, Berechnen und Betegnen ab unsere große Bürger zum alles richtig kriegen für unsere Landkort, dann habe ich dabei sehr viel von dem sehr erfahrenen Manitoba-Kolonie Landmeter gelehrt. Ich freue mich aber auch dort, dass ich aus 20 Jahren jung und die Mutter dabei auch eine geometrische Weih von Berechnungen lehren kann, wo ich in der Schule bei meinem Schullehrer David Dick gelehrt habe, von wo das intelligenter, berühmter und sehr erfahrener Mann Batan noch nicht gewusst hat. Aus die Mutter und ich versichert fielen, dort wie all die damalige mennonitische Siedlungen und all die einzelwies privat gekaufte Darbsplons und auch all die von Mexikaner topgeliehte Landkorten zwischen den Mennoniten ihre Kolonien nur demselben Skala gemerkt und jeder ab seine Reichmäßige steht, ob unsere Papierbürger Hand gekriegt haben, so als auch der Riefisch in Hauptwehr zwischen in deichte einzelne Siedlungen in Darpa so viel als möglich reicht und angetekend haben, dann beschloss wie dort so, dort wie jeder eine Kort molen oder tegnen worden. Hei in seinem Hus in Nienburg und ich bei uns im Drecker geschafft. Und als wir dann beide mit unserem Landkort molen oder Landkort tegnen fertig wären, dann käme Landmeter Mordes war da noch eins mit seinem Vorgekort und wir verglichten unsere Vorgekorten miteinander, um mit unserem Vordertop zu entscheiden, wohne von unseren zwei Korten am schmucksten gemalt oder getekend worden wäre. Und der am schmucksten getekende Kort wurde dann gebrückt worden, um in Chihuahua dort Klischee, die Zinkplot merken lassen, wo nicht um die Landkorten Drecken gebrückt worden soll. Aus dem Tag gekommen wir, wo wir unsere vordig gemolde oder vordig getekende Landkorten bei uns an dem Drecker geschafft, ja in Eberläden und verglichten, dann stand ich sehr gespannt da und beobachtet sehr aufmerksam, was diese beiden Männer, mein Vater und uns sehr erfahrenen, berühmter Landmeter, in kurzen Tegner für Bemerkungen mögen über die zwei vor uns liegenden Korten. Aus beiden Männer, ob diese zwei Korten alle Einzelheiten besinnen, vergleicht und darüber geredet haben, und dann am Ende beide sehen, sie dachten, dort zwischen unseren beiden Korten so im Allgemeinen eigentlich sehr kleine Unterscheide wären, bitte, dort all die Nummers, Nomes und andere Wert ab meine Kort Schmacker aussagen als ob die Mutter sehne, dann fällt ich wirklich sehr gut mit meiner Arbeit. Mir hat auch Top-Arbeiten mit unserem begabten Landmeter sehr gut gegangen. Ich bin noch immer sehr dankbar, dass ich damals diese Gelegenheit gehabt habe, mit diesem Mann Top, Reitmärken für eine neue Landkort zu arbeiten. Dass ich dabei habe helfen gedurft, als wir 1949 der zweite Staub von unserem mennonitischen Landkort und der Coctemoc am Jähnt in Chihuahua Reitmärken zum Drecken, dort ist für mich eine gute Schule gewesen. Wo kam dort? Dort die Buchstaben und die Nummern ab meine Kort Schmacker aussagen, als ob die Mutter sind. Die Ursache dafür wäre nicht, dass ich Schmacker Buchstaben und Nummern schreiben oder printen kann, als die Mutter. Aber ich habe mir die Arbeit gemerkt, dass ich jeder Name und jeder Wort für den Landkort mit unserer Dreckmaschine gedreckt habe. Ich habe jeder Wort und jeder Name auf sogenannte Etikettenpapier oder Leimpapier abgedreckt. Und dann habe ich jeder Name und jeder Wort vorsichtig durchgebackt,
auf der Kort, wo das sein soll. Und dort ich das so tun will, dort wir mir da wären so beigefallen, willst wir all immer Etiketten oder kleine Tickets auf Lehmpapier gedreht haben für Boutique San Antonio in Cuauhtémoc und auch für einige Boutiques in Chihuahua. Die Apotheker brauchten diese Etiketten oder Labels, um auf Medizinbeuteln zu abpacken. Mortest du jeden hat, so schmack als er dort verstand, alles mit der Hand in ein geschrieben oder in ein geprint. Sein Printen wird sehr schmack gedonen worden, aber auch der beste Schreiber kann Buchstaben in Nummern nicht ganz so kreicht übereinkriegen aus der Drecker. Und da werden sagen, wir den Nummern auf meiner Landkort Tegnung schmacker als auf Onkel Mortes sehen. Und da werden mögen uns vorder und heute Entscheidung von meiner angefordete Kort eine Singplot oder ein Klischee merken zu lassen zum Korten Drecken. Und dort mögen mich sehr gut fallen. Mit dieser Arbeit wurde der berühmte Landmeter für die Manitoba-Kolonie Mennoniten in Chihuahua und Eck sorgfältig gemalt und betekent worden, wird der zweite Staub von unserer Mennoniten-Ära Landkort in Chihuahua, Mexiko entstanden. Endlich heeft dort eine vollständige, tietgemäßere Landkort von allen mennonitischen Siedlungen und Darpa in der Cuauhtémoc umgehend. Endlich können Mennoniten, Mexikaner und besonders durchreisende Touristen eine mennonitische Landkort schäpen, wo nur alle mennonitischen Siedlungen in Darpa und Chihuahua abweisen. Und ab dieser Kort wären auch die wichtigste Erdwege ab und zwischen mennonitische Kolonien in Chihuahua eingemoten richtig in eingetekend worden. Und wie viel Geld verdient Landmeter Mortes 1949 mit seiner Arbeit an eine neue Landkort für unserem Drecker geschafft? Für Onkel Mortes seine Landkortarbeit wurde er 1949 an die Vervollständigung von den Mennoniten ihre Mappe von ihren Siedlungen in der Darpa und Cuauhtémoc am Jahrhundert gedonnen hat, gleichweg musste uns vorher am 2000 Pesos betonen. Aber meine Arbeit an dieser neue Kortbruck noch nicht betont worden. Ich wäre dann doch noch nicht ganz 21 Jahre alt, und so wie dort damals in einem old-kolonischen Familienleben. Was ein Jung oder ein Mädchen 21 Jahre alt geworden wäre, oder andernfalls, was die befreit wären, brauchten die Eltern an für keine Arbeit betonen. In diesem Fall aber, weil ich im August all 21 ward und mich im September all befreit mit meiner so liebe Susanne, dachte ich damals doch, dass meine Arbeit vielleicht auch hart sollt, was Geld wird gewassen. Denn das wäre jedoch rot meine Tegnung, von wo die Zinkplot oder dort Klischee gemerkt worden wäre, mit wo die neue Karten gedreht worden. Diese Lohnkarte war dann in unserem damals noch sehr kleinen Bürgstuhl verkauft. Aber diese Karte hat unserem Drecker geschafft damals nicht sehr viel Geld angebracht. Denn unsere Mennoniten kauften immerhin nicht viel Karten und Touristen kämen damals auch noch nicht sehr viel an oder durch mennonitische Darpa und Siedlungen in Chihuahua. In Büter all dit kämen vorz nur 1949 der Reihe von Büter gewöhnlich 3 Jahren in Chihuahua und dann kauften die mennonitische Bürger dort bloß die ganz neidigste Sachen. In Wurdeich oder Wauschwen kämen dort dann Bator dort von unserem mennonitischen Landkort an der Cuauhtémoc umgehend der dritte Staub vor dich gemerkt ward. Mennonitische Kolonisten, private Gruppen von Bürgers und auch Gemeinden kauften in der Cuauhtémoc am Jahr und immer weiter noch mehr Siedlungsland für neue Darpa und Kolonien. Und bei 1963 hatten mennonitische Kolonisten in Chihuahua nicht mehr, aber auch in der Cuauhtémoc am Jahr und all weiter viel mehr Siedlungsländer gekauft. Privatgruppen kauften immer noch mehr Siedlungsland und lehnten neue Darpa an. Die Santa Clara Sommerfelder hatten all den Rarekop Rancho angrenzend an ihre Siedlung gekauft und da wurden dort Darp Hoffnungsfeld Nummer 52 angelegt.
in dort Land für die sogenannte Salitre Darpa, Rosenheim Nummer 43, Springstein Nummer 44 und Ebenfeld Nummer 46, wie all von Privatgruppen gekauft und besiedelt worden. Und auch dort Land für so eine Darpa aus Nähe Scheunwiese Nummer 71, Horndien Nummer 73 und ich glaube auch Rotfeld Nummer 72, wir für 1963 all von Privatgruppen gekauft und besiedelt worden. In Oldkolonie Gemeinden hatten dann auch all dort ewige Santa Rita Land gekauft und drei hier nie Darpa da oben angelegt. Zwei Darpa von dem Santa Rita Land, Campo Nummer 75 und 76, wurden von der Santa Clara Sommerfelder gekauft und besiedelt. In der andere Santa Rita Siedlung Darpa wurden gekauft und besiedelt von Oldkolonia. Das Land für das Darp Ebenfeld Nummer 116, wie auch all von einer privaten Gruppe Büros gekauft und besiedelt worden. Ich glaube, das Darp Eidentol Nummer 108, wie all auf der Landkarte oder Mapa von 1941. Das Land für das Darp Nieweidenfeld Nummer 28,5, Grotsieden von Weidenfeld Nummer 28, wie all privat gekauft, gegrennt und besiedelt. Und auch verschiedene andere Flecher Land haben Mennoniten all Grotsieden von der mennonitischen Manitoba-Siedlung gekauft, haben aber nicht Darpa da oben angelegt. In Wilstedt, Chihuahua, Mennoniten, 1941, all war da so viel Siedlungsland gekauft und besiedelt haben, da wären wir dort neidig geworden, dort die Mennoniten ihre Landkarte 1963 noch war da eine Stufe wieder vor dich gemerkt wird. Ans Vorder hat 1962 mit seinen Sehens Jakob und Peter Taub gerade Dreckmaschinen gekauft und der Dreckergeschäft bedienend vergratet. In 1963 lädt der Dreckergeschäft in Mennoniten ihre Landkarte und die Cocktailung am Jahr noch war da eine Stufe wieder vor dich merken. Und war da wie dort der sehr berühmte gewordene Landmeter Heinrich Mortes von Nienburg, wo er die meisten von den Mennoniten ihre nächsten Siedlungsländer veran oder mit an Taub angemeten hat. Und war da wie dort das Mann, wo er von unserem Vater angenommen wird, um den dritten Staub von den Mennoniten ihre Landkarte zu malen und zu betegnen, um ein neues Klischee, eine neue Zinkplot merken zu lassen, in eine vollkommene Landkarte drecken zu können. Eine Landkarte, wo oben war da alle mennonitische Siedlungen und Darpa sennen wurden und der Cocktailung am Jähend. Ditmal wird dort überall nicht sehr viel Arbeit für den Landmeter. Er brückt dort auch meistens bloß Sonnmaterial brücken, was er allemal all an seine Schriebdachschiffladen auf Papier liegen hat. Denn das Santa Rita Land grenzt an dort Nudelgeport von dem Ojo de la Yegua Land oder Nordkolonie Land und dort regt ganz bald an die Sommerfelder eher der Santa Clara Siedlung. Und dort Land für die sogenannte Salitre Darpa grenzt an dort Land von der Darpa Sprengtol Nummer 50 und Steinreich Nummer 38. Aus Landmeter Mortes diese neue Landkort vor dich getekent hat, dann wird weiter ein neues Klischee oder eine neue Zinkplot davon merken geloten, um neue, mehr Tietjemäße und geratere Landkarten drecken und verkaufen zu können. Eine Karte oder Mappe, obwohl einmal weiter alle neue Darpa an der Cocktailung am Jahr entstanden wurden. Diesmal aber war die Karte ein bisschen gerater gemerkt. Der Dreckergeschäft hat nun eine geratere Maschine und eine geratere Karte, wie all manchmal gewünscht worden. Bruder Jakob trägt diese neue Landkarten 1963 mit einer geraten Zylinderpress. Ich weiß nicht, wie viel Geld Landmeter Mortes diesmal für seine Arbeit gekriegt hat, aber Wada braucht dort Kartenverkäufen dem Dreckergeschäft keinen großen Verdienst an. Wo und wann er kam dort bald da, dort die Mennoniten ihre Landkarte in der Cocktailung am Jahrend in Chihuahua 1996 noch eine vierte Staub wieder vor dich gemerkt wird. Dort käme ungefähr so. Aus Mennoniten in Chihuahua 1996 anfangen, reit zu merken, am dort am August 1997 dort 75-jährige Jubiläumsfest zu feiern, dann fängt man auch an dort geschichtliche Bilderbuch
75 Jahre Mennoniten in Mexiko zu arbeiten. In Wilsmond dacht, dass an diesem Buch auch eine Tietje-Messe meine vollkommene Lohnquart sein soll, obwohl noch weiter alle mennonitische Siedlungen in Darpa und die Koktemok am Jähen sein wurden, will man diese Quart noch weiter eine Stub wieder vor sich merken. Dann, wenn die mennonitische Kolonisten und die Chihuahua am Jähen auch über die Jahren von 1963 bis 1996 nicht mehr viel Siedlungsland teugekauft haben von ihren Kolonien, dann haben aber Privatgruppen auf einigen Städten angrenzend an mennonitische Kolonieländer noch weiter neue Siedlungsländer teugekauft in Atelier Nähe Darpa angelegt und besiedelt. In dieser Arbeit, dort heißt dort Topfängen, Reitmärken und Betegnen für diese neue Landquart, die haben auch 1996, 1997 größtenteils getan. Die Santa Clara Sommerfelder haben über die Jahre noch einmal drei Darpa angelegt, nur im Westen von dem Darp Weidenfeld Nummer 51. In angrenzend an das Land von der Darpa Neuscheinwiese Nummer 71, in Nordtal Nummer 65, da werden die drei neue Darpa Nummer 90, 91 und 92 angelegt und besiedelt worden. In das Land zwischen Eidenfeld 1916 und Rosengart Nummer 7 bei, wir von Mennoniten gekauft worden. In dort nie Darp, wo da oben angelegt und besiedelt wird, trägt den Namen Neue Rosengart Nummer 7 sei. In dort kleine Darpje Neue Eidenfeld Nummer 116 und Half, wir auch noch nicht auf die Ferien Landquart. Auch so eine Darp aus Neue Kleifeld Nummer 28 und Half, Neue Kronskart Nummer 27 und Half, Neue Weidenfeld Nummer 29, Neue Hochfeld Nummer 10,5, Kronsfeld Nummer 9,5, Neue Rheinfeld Nummer 8,5, Neue Rosenfeld Nummer 7,5, in Gnadenhof Nummer 34, Blumenau Kilometer 11, und andere Darbeckjes fehlten auch noch ab den 1963 Landquart. In viele von der Ole Darpa, nicht mal ab der Manitoba-Siedlung, aber besonders da, wären auch sehr viel Rater geworden, in dieser Zeit und mussten mehr so angetekend worden aus den Nüviren. Vor vielen Jahren wäre dort nicht erlaubt oder teugeloten worden, dort ob Kolonies oder Darbsländer kleine Flächen Land für Büsteden verkauft worden dürfen. Wenn dort an der Darpa wem an eine Büsted fehlt, dann kann man manchmal nur eine sogenannte Anwohnerstadt kriegen, aber von irgendeinem Kolonist für eine Büste Land zu kaufen, da bleibt noch lang ganz verboten. Volle Wirtschaften dürfen ein halbe oder vielleicht auch mal ein Viertels abgespult worden, aber Kolonies und Darbsregeln wären damals so, dass keine sogenannte Darbskerls verschneiden und Wort davon verkauft worden dürfen. Nicht einmal so viel für eine Büste, wenn das wem daran fehlt. Hier brechen wir für das Mal weiter auf. Nächstes Mal noch mehr davon, wo 1996 und 1997, was dort 75 Jahre Jubiläumsfest geführt worden soll, reingemerkt wird, um auf der Mennonitenerde sogenannte Landquart und der Koktemok am Jähen noch einmal weiter alle Veränderungen in Entertainment. Aber nächstes Mal, ich sehe George Rempel.